Schutzgebiete als Deckblätter dafür fungieren, dass außerhalb der Schutzgebiete mit Methoden gearbeitet wird, die in Österreich ganz unvorstellbar und inakzeptabel wären. Wir haben in Österreich eine andere Tradition, wir haben nicht diesen Zugang segregativer Naturschutz, sondern versuchen, haben in der Vergangenheit eher versucht, Naturschutz auf ganzer Fläche umzusetzen. Sehen Sie nicht die Gefahr, dass diese Inflation an Schutzgebieten, die wir auch in Österreich erleben, dazu führt, dass die Verantwortung für Biodiversitätsschutz an die Schutzgebiete delegiert wird und außerhalb der Schutzgebiete immer mehr die gegenteilige Entwicklung ausläuft? Ich sehe das genauso wie Sie. Aber Schutzgebiete haben politisch international einen hohen Stellenwert, muss man auch dazu sagen. Also international und in Entwicklungsländern ist es nun mal so, dass wir da schon in diesem Bereich auch verstärkt etwas machen müssen. Sie dürfen nicht vergessen, das sind globale Ziele. Diese 17% ist ein globales Ziel. Man muss sich natürlich zu Hause anschauen, was heißt das für uns. Also wir sind eh schon drüber mit 25% insgesamt an Schutzgebieten verschiedenster Kategorien in Österreich. Für uns ist das abgehakt, dieses Ziel. Sozusagen, aber international durchaus. Und man ist sich auch bewusst, dass man Schutzgebiete nicht nur fordern und einrichten muss, sondern auch erhalten muss. Also die Paper Parks sind ein großes Thema international und auch in der CPD. Daher auch ein eigenes Arbeitsprogramm zu Schutzgebieten. Wenn man sagt, einerseits braucht es Schutzgebiete, um gewisse spezielle Ökosysteme zu erhalten, die besonders gefährdet sind, besonders selten sind, aber es muss auch entsprechend gemanagt werden. Und nur die Einrichtung, um jetzt gut dazustehen in den ganzen Statistiken, reicht alleine nicht aus. Und in der CBD sagt man natürlich auch Schutz auf der ganzen Fläche, nachhaltige Nutzung, dem Rest der Fläche, das ist, wie ich glaube, ich auch dargestellt habe, das Ziel, glaube ich, habe es auch genannt, ein wichtiges Ziel in der CBD. Man ist sich aber auch bewusst, dass die Politik dort nur anders gemacht wird, aber man muss auch sagen, dort gibt es ja auch schon in Österreich, nicht nur in Österreich, aber auch in anderen Ländern, Bemühungen, hier nachhaltig zu bewirtschaften. Wenn ich da in Jufru schaue, im forstlichen Bereich ist mit der europäischen Initiative der Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder, glaube ich, doch einiges bewirkt worden. Auch international hat man da mit den neuen Zielen des United Nations Forum on Forests sehr, sehr massive politische Zeichen gegeben. Und es ist also kein Feigenblatt, es ist auch international ein großes Thema. Aber Schutzgebiete sind auch ein wichtiges politisches Instrument, muss man schon sagen. Und in Bereichen, vielen Bereichen ganz, ganz wichtig, wenn ich zum Beispiel die Meeresschutzgebiete angesprochen habe, das ist 1% derzeit. Und wir wissen von vielen Korallenriffen zum Beispiel weltweit, die einen Zustand erreicht haben von Point of No Return. Also die sterben ab und was das alles damit verbunden ist, wenn diese absterben, das kann man sich nur ausmalen jetzt. Und da hilft nur mal nichts anderes als wie strenger Schutz auf diesen Gebieten. Also man darf das nicht verallgemeinern, glaube ich. Sie sind ein wichtiges Thema, auch selbstverständlich Schutz auf der ganzen Fläche. Das ist nach wie vor auch die Zielrichtung. Mir ist das ganz klar, dass das globale Ziele sind. Aber ich glaube, wichtig ist auch, wenn es in die nationale Umsetzung geht oder die mitteleuropäische Umsetzung, dass man ein paar Eckpfeiler nicht vergisst. Das eine nämlich ist, es gibt Eigentum dahinter, das wirtschaftlich auf gesunden Füßen stehen muss und es gibt in Zukunft einen enormen Ressourcenbedarf. Und das ist gesagt, dass du hast über 20% unter Schutz gehört hat, wenn das in größeren Netze in Schutzgebieten drinnen hat, dann ist das in Ordnung, dann hast du auch deine Ziele zu verfolgen, aber auf der restlichen Fläche müssen wir zukünftig Ressourcen sicherstellen. Ich glaube, wir stehen vor einer Energiewende im Prinzip. Wir müssen diese Bedürfnisse befriedigen und ich glaube, wir sollten alle vor Augen halten, dass wir derzeit, in absehbarer Zeit, die Märkte nicht mehr bedienen können. Und ich glaube, das muss ganz wichtig, das Artikel, die einfließen muss in unsere nationalen Strategien in Mitteleuropa. Ich glaube, das ist ein bisschen vom Verständnis und immer wieder globale Ziele sind ein wichtiger Punkt, aber wir müssen schauen, dass wir unsere nationalen Ziele, das Appell aus der Praxis heraus an euch, immer wieder herunterbricht und sagt, was haben wir für Anforderungen und Bedürfnisse, um nachhaltig sein zu können. Weil sonst sind wir es aber nicht mehr. Nachhaltig braucht man nicht mehr dazu. Das ist eine Brücke zu meiner Frage, die ich stellen wollte. Jetzt auch um die Ökonomie.
ökonomische Abgeltung und Leistungen aus dem Wald, wenn man jetzt wieder zurückkehrt auf die globale Ebene, da gibt es gerade diese Diskussion zu diesem RED Plus, also wie man Emissionen aus dem Wald und Walddegradierung verhindert, indem man Staaten einen finanziellen Anreiz bietet, dass sie eben ihre Wälder halten. Und wir wissen ja, der größte Anteil der biologischen Vielfalt der terrestrischen ist in tropischen Regionen zu finden. Das bringt mich jetzt zu Jufro, weil es gibt eben dieses IPBES oder IPBES, wie man das ausspricht, da bin ich sicher, Jufro koordiniert ist, das heißt Global Forest Expert Panels. Und da sind wir jetzt gerade dabei, deswegen bin ich gerade zu spät gekommen, ein neues Assessment auf Schiene zu setzen, das gezielt schaut, wie man sicherstellen kann, dass in so einem globalen RED-Mechanismus auch die Biodiversität ausreichend berücksichtigt wird. Weil nicht automatisch immer jene Wälder, die am meisten Kohlenstoff speichern, auch die sind, die am artenreichsten sind. Das ist was, was wir jetzt beginnen, was wir dann bei der nächsten Klimavertragsstaatenkonferenz im nächsten Oktober schon einfüttern wollen, zumindest dabei erste Ergebnisse, und dann auch bei den Klimaverhandlungen. Die sehen die Klimaverhandlungen den Wald nur durch die Lupe der Kohlenstoffspeicherung. Und alle anderen Dinge sind sekundär, und in Europa ist es tatsächlich, dass das Einkommen in erster Linie aus dem Holzverkauf stammt. Meine Frage diesbezüglich war, wie kann man jetzt als Wissenschaftseinrichtung, als BFW, als UFO, sich am besten einklinken in dieses IPBES? Das ist mir noch ein bisschen zu abstrakt. Also ich weiß, dass es gibt das International Council for Science, das da, glaube ich, eine Rolle spielt. Und wir versuchen, hier als UFO eine Möglichkeit zu finden, Waldwissenschaftler in dieses IPBES einzufüttern, weil zum Beispiel die Erfahrung aus dem IPCC zeigt, dass das sehr schwierig ist, wo es sogar jetzt beim jetzigen Seismologieplan quasi keine Wahlforschung gibt in diesem Panel. Das ist die große Frage, die eigentlich auch international nicht klar wird, oder wissen, was man dazu sagt, wie das funktionieren wird. Denn es gibt das Plenum, wo Vertreter der Regierungen sitzen, wo beschlossen wird, welches Thema, so, zu welchem Thema sollen Assessments gemacht werden, wo die Reports beschlossen werden, weil das kann, diese Reports müssen ja sozusagen beschlossen werden, wenn nicht Zeile für Zeile, aber doch Seite für Seite, was da veröffentlicht wird, das ist ja nicht unwesentlich. Aber wie sich jetzt die Wissenschaftler einbringen, das ist permanent, also wenn man, wie ich da im Oktober bei diesem ersten Plenumstreffen war, ist permanent diese Frage gestellt. Wie bringen sich jetzt tatsächlich die Wissenschaftler ein? Also soweit ist man. Man ist derzeit noch wirklich in den ganzen funktionalen, prozeduralen und administrativen Fragen gefesselt und kann man nicht wirklich praktisch denken, habe ich den Eindruck. Ja, also von unserer Seite, was wir eingerichtet haben, ist so eine Gruppe, ich glaube, in Österreich führt sicherlich auch über die Europäische Union, die ja selbst auch so einen Knoten einrichten möchte, das nennt sich KNÖ, Knowledge Network, irgendetwas, das ist also sie möchte quasi IPBES auf europäischer Ebene einrichten, wo für den europäischen Bereich, und ich glaube, über diese Schiene, dort ist nämlich auch, ich weiß nicht, das Geld vorhanden, haben wir schon zu Hause, aber in Brüssel ist doch einiges Geld, das auch abgeholt werden soll, und da müsste man sich einklinken, stellen wir mal. Mit ein viel kleineres, aber vielleicht auch wichtiges Thema ansprechen, sind berichtet, dass in der Biodiversitätsstrategie der EU der Kampf gegen Neophyten eine nicht unwesentliche Rolle spielt. Das kann ich ganz gut nachvollziehen, ein großer Teil meines Arbeitsbereichs liegt in den Donauauen und dort hat man mit Neophyten nicht nur positive Erfahrungen, wenig positive. Ich habe vor kurzem in Brüssel auf einer Veranstaltung zu einem ähnlichen Thema erlebt, dass viel Geld europaweit für die Bekämpfung von Neophyten ausgegeben wird, also überreißt man dann Goldrogen oder sowas aus und das Ganze wird subventioniert. Glauben Sie wirklich, dass der Zugang zur Biodiversität ein so statischer sein muss, vor allem in Zeiten, wo man über Klimawandel diskutiert, dass die Biodiversität sich nicht ändern darf, indem neue Arten dazukommen und vielleicht auch andere verdrängen? Mir kommt es immer so vor, als hätten vor 10.000 bis 20.000 Jahren auf der Eiszeit die damalige Ökofundis vielleicht die Idee gehabt, jetzt fressen wir jede Kiefer aus, die über die Alpen zurückwandert, weil die nicht verschwindet, aber fressen wir jede Kiefer aus, damit die Kiefer nicht verschwindet. Da muss ich ernsthaft sagen, wir im Jahr 2001, das erste europäische Land, das überhaupt ein Inventar Neobiote gemacht hat, ausgehend von den globalen CBD-Prinzipien zu den Neobioten, die uns in Österreich hingestellt haben, schauen wir mal, wo es ist eigentlich, wie schaut es bei uns überhaupt aus, welche Neophyten und Neozoen kommen bei uns überhaupt vor und welche verursachen Probleme. Wir sind drauf gekommen, dass doch Ranzerei bei uns vorkommen, aber die Probleme verursachen sind nicht so viel, aber die paar sind auch ganz
ganz schön schlimm, soll ich ja, mal so sagen. Ich war damals sehr, sehr froh, dass wir in Österreich vermeiden haben können, dass das eine emotionale, idealistische Diskussion ist, sondern auf der sachlichen Ebene bleibt. Weil diese Diskussion, die in Deutschland stattgefunden hat, ja, über Zuwanderung und so weiter, das haben wir in Österreich Gott sei Dank nicht gehabt. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir diese Diskussion in Österreich vermeiden können. Denn schließlich muss man es differenziert sehen. Es geht nicht darum, irgendwelchen Arten zu verbieten, sich wo anzusiedeln, sondern es geht darum, die natürlichen Ökosysteme in ihrer Ausbreitung zu erhalten und auch in ihrer Entwicklung. Ja. Denn es, natürlich, wir sind nicht für den Glasglocke drüber über ein Ökosystem, das sagt ja niemand, sondern es sagt jemand, dass die natürliche Vielfalt und Zusammensetzung in Ökosystemen und ihre Entwicklung, ihre natürliche Entwicklung erhalten bleiben soll. Wenn jetzt Arten herkommen, die aufgrund von welchen Bedingungen, die auch menschlich verursacht sind, ja, weil sie meistens, hat die Studie ergeben, auch sehr stark anthropogen geänderte Ökosysteme, wo sich dann Neophyten oder Neozoen sehr gerne ansiedeln. Wenn so etwas passiert, dann soll man etwas tun, um die natürliche Entwicklung wieder zuzulassen. Ja, wenn man sich das anschaut, das Himalaya-Springkraut, das da überall Einzug hält und rosarot leuchtet, das mag für das optische Auge nett sein, aber es ist, es werden die Arten, die für normal in diesem meist feuchten Gebietsstreifen überwiegen, verschwinden, die natürliche Besetzung. Ja. Und das muss verhindert werden. Also es geht nicht darum, jetzt eine natürliche Entwicklung nicht zuzulassen, sondern eine Entwicklung, die für dieses Gebiet nicht natürlich ist, auszuschließen. Und auch die Arten zu bekämpfen. Und diese Arten sind ja nicht nur ökologische Hinsicht von großen wirtschaftlichen, also die Schäden, die sie verursachen, nicht nur in ökologischer Hinsicht sehr bedeutend und bedenklich, aber auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Denken Sie an die Zebramuscheln, ja, das ist eine kleine Muschel ist. Das kommt mit dem Ballastwasser von Schiffen, die in Hafen anlegen, in das Kanalsystem und verstopft dort die Rohre. Das sind hunderte Millionen von Euro, werden im Jahr ausgegeben, um die Rohre von diesen Zirkelmuscheln zu reinigen. Das ist eine Art, die kommt bei uns nicht vor, die wird durchs Ballastwasser, also dann wieder ausgelassen wird, ne? In unsere Rohre vermehrt sich super für den Grund, keine Ahnung. Ja. Ich stelle die Frage noch anders, wenn ich darf. Glauben Sie nicht, dass das Geld, das man für diesen Sisyphus-Kampf aufwendet, besser anders verwenden könnte und damit die Biodiversitätsziele viel besser erreichen könnte? Der Kampf ist doch völlig aussichtslos. Ist es das? Ist es das? Ich bin da zu wenig die Experte. Ich würde das genauso unterscheiden, dass er bei vielen Arten völlig aussichtslos ist. Es geht vor allem auch, also wenn jetzt. Also in der Europäischen Union, bei der Strategie, geht es vor allem auch um Präventionsmaßnahmen. Es geht nicht dazu, dass jetzt die Europäische Union massiv Geld ausschütten wird, um Prävention. Also man soll sich gegenseitig informieren, wenn wo Neophyten auftauchen, die möglichst früh eliminieren. Oder die Entwicklung soll in die Wege leiten, dass da nichts Schlimmes passiert. Und vor allem solche schon zu bekämpfen, die für den Menschen vor allem auch. Zum Beispiel Ragweed, ja, das massiv einflutter nach Österreich vom Osten her, dass man etwas dagegen macht. Also das schon auch. Aber es geht primär um Prävention, um Risikoanalysen bei neuen eingebrachten Arten durchzuführen, deren invasives Potenzial zu untersuchen. Es geht darum, Bewusstsein zu schaffen, zum Beispiel bei den Bürgerinnen und Bürgern, wenn sie Zierpflanzen für den Garten kaufen, dass sie nicht solche kaufen, die dann auswandern und sich, so wie der Götterbaum vor einigen Jahren, als netter Parkbaum in Wien angesiedelt worden ist und jetzt den Nationalpark Donau die größten Probleme verursacht. Also es geht sehr stark auch in diese Richtung und nicht der Geldausschüttung, um bestehende, also sich immer eine Eierspringkraut oder Goldrute auszupreisen. Dann darf ich dir nochmal ganz, ganz, ganz herzlich danken und auch gratulieren, dass du uns dieses Kaleidoskop präsentiert hast. Das war für mich sehr interessant und ich bin davon überzeugt, für das Auditorium auch. Noch einmal ein ganz, ganz großes Dankeschön und wir haben die Möglichkeit, noch beim Café das eine oder andere im bilateralen Gespräch haben. Nochmal ein herzliches Dankeschön.